Wir leben in einer Demokratie. Das heißt, wir dürfen mitbestimmen, welche Politik gemacht wird. Ein wichtiges demokratisches Verfahren sind Wahlen und Abstimmungen. Am 9. Juni finden in Marburg gleich zwei Wahlen statt. Die Marburgerinnen und Marburger ab 18 Jahren stimmen darüber ab, wie die Verkehrspolitik in der Stadt zukünftig gestaltet werden soll. Zudem wählen alle Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union das neue Europäische Parlament. Wählen ist hier erstmals schon ab 16 Jahren möglich. Unsere Demokratie hat aktuell viele große Aufgaben zu lösen und steht dabei ganz schön unter Druck. In vielen Demokratien dieser Welt versuchen Menschen durch Populismus und die Verbreitung von menschen- und demokratiefeindlichen Meinungen, vorwiegend politisch rechte Ideologien, auf möglichst viele Menschen zu übertragen. Doch gleichzeitig ist es gerade auch vielen Menschen ein großes Bedürfnis, sich für Demokratie und gegen Rechtsextremismus einzusetzen. So demonstrierten auch in Marburg beispielsweise am 27. Januar etwa 16.000 Menschen. Es wird gerade sehr vielen Menschen bewusst, dass die Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist, sondern im Alltag gelebt und verteidigt werden muss. Im Zuge dieser eindrucksvollen Demonstration hat sich die Universitätsstadt Marburg dazu entschieden, das zivilgesellschaftliche Engagement für Demokratie weiter zu unterstützen. Zur Gründung eines Netzwerkes kamen über 100 Vereine, Institutionen und Einzelpersonen. Unter dem Slogan „Marburg macht mit“ soll dieses Netzwerk für Grundwerte unserer Demokratie weiter aufgebaut werden. Alle Interessierten, ob Einzelpersonen, Firma oder Institution, sind eingeladen, sich gemeinsam für die Demokratie zu vernetzen. Informationen und alle Termine gibt es auf www.marburgmachtmit.de. Ebenfalls einen Beitrag zur Stärkung der Demokratie leisten auch die Landesdemokratiezentren. Jenes in Hessen ist bei uns in Marburg ansässig. Aber was ist eigentlich ein Demokratiezentrum? Das Hessische Demokratiezentrum ist an der Marburger Philipps-Universität ansässig und Teil des Beratungsnetzwerks Hessen, gemeinsam für Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Die Teams des Netzwerks beraten Schulen, Eltern- und Familienangehörige, Kommunen, Vereine und Hilfesuchende nach Vorfällen mit rechtsextremem, antisemitischem oder rassistischem Hintergrund. Das Zentrum vermittelt landesweit AnsprechpartnerInnen zu Rechtsextremismus und Salafismus sowie zur Demokratieförderung und koordiniert die Beratung, Vernetzung und Prävention. Ein wichtiger Schwerpunkt ist die wissenschaftliche Arbeit, deren Ergebnisse sich in Studien, Publikationen und Lehrveranstaltungen wiederfindet. Kurz gesagt, das Demokratiezentrum vernetzt Akteure im Bereich politische Bildung und Demokratieförderung und macht auf aktuelle Angebote für zum Beispiel Schulen aufmerksam. Wir leben in komplizierten und herausfordernden Zeiten und gerade deswegen ist es wichtig, dass sich Demokratinnen und Demokraten trotz Meinungsverschiedenheiten gemeinsam aktiv gegen demokratiefeindliche Entwicklungen einsetzen. Mit seinen vielfältigen Angeboten ist das Demokratiezentrum Hessen eine wichtige Säule unserer Demokratie vor Ort. Auch im Haus der Jugend wollen wir mit unseren politischen Bildungsangeboten unsere Demokratie stärken. Vor den Wahlen organisieren wir beispielsweise Wahlcafés und eine Europa-Vorlesung.